Roswitha ist eigentlich mein erstes Stück, so, das ich vor ungefähr 25 Jahren geschrieben habe. Die ganze Suite besteht aus 22 Sätzen, eben entsprechend den 22 Trumpfkarten des Tarotdecks. Es gibt sie in verschiedenen Instrumentierungen, vom Soloklavier über Trio bis großes Ensemble. Insgesamt so 2,5 bis 3 Stunden Dauer. Man kann die aber zerlegen in kleinere Teile, weil es sind 22 Einzelsätze, die auch nicht unbedingt in einer bestimmten Reihenfolge gespielt werden müssen. Es ist sowas wie eine Stückssammlung, bei der die Stücke aber einen sehr starken inneren Zusammenhang haben, eben weil sie sich auf die großen Arkana des Tarotdecks beziehen, also die Trumpfkarten des Tarotdecks. Also das Tarotdeck ist eines der ersten Kartenspiele meines Wissens. Mich interessiert sehr das System von Symbolen, das die großen Arkana darstellen. Es ist ein Versuch, die Welt zu erklären oder die Welt zu verstehen durch Symbole. Und das fand ich sehr interessant, weil ich es sehr nah am musikalischen Prozess angelagert sehe. Die aktuelle Besetzung diesmal ist ein Quartett, das besteht aus Peter Fulda, Komponist und Pianist, der mit der Grundidee, Saxophon spielt Markus Harm, Schlagzeug spielt Jan Brill und ich selber spiele Kontrabass. Was die Tarot-Suite so besonders macht, ist, glaube ich, dass ich noch nie Musik in diesem Farbenreichtum, in dieser Farbqualität gespielt habe. Musik, die sich sehr auf bildhafte Kompositionen, die es schon gab, eben die Karten selbst bezieht und dadurch eine ganz seltsame Mischung aus greifbar und mystisch hat für mich. In der Mystik und in so einem System von Symbolen, wie es der Tarot ist, kann man viele tolle Ideen finden. Es macht Spaß. Also ich finde, Tarot ist ein Spiel ursprünglich und es macht Spaß. Ernster möchte ich es gar nicht unbedingt nehmen. Ich finde es so schon ernst genug. Man kann ähnlich wie bei einem Legesystem des Tarots, man kann willkürlich Sätze kombinieren. Also ich kann 3 Sätze kombinieren zu einem Programm von 20 Minuten. Ich kann 5 bis 7 Sätze kombinieren zu einem Programm von 1 Stunde. Ich kann 12 Sätze kombinieren und ein ganzes Abendprogramm haben. Oder ich kann so ein Mammutprogramm haben, wo wirklich alle 22 Sätze sind. Es ist also ein sehr variables, dabei aber doch, denke ich, sehr einheitliches Musikereignis.